dass ich zusammen mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kolleginnen und Kollegen die Zukunft Bayerns gestalten kann und dass jeder mit einer enormen Motivation reingeht und sagt, wir wollen dieses Bayern noch ein Stück lebens-, noch ein Stück liebenswerter machen. Dass wir auch in Zukunft der Motor Deutschland, der Motor Europas und auch ein bisschen der Motor der Welt sind, dass wir der Taktangeber sind und sagen können, ja, an Bayern kann man sich ein Vorbild nehmen, wie man gut leben, gut wirtschaften und einfach zufrieden sein kann. Dass wir dieses Leben und Leben lassen, so leben wie, glaube ich, niemand anders in Europa, niemand anders auf der Welt. Dass wir aber auch gleichzeitig immer den Blick nach vorne werfen, uns nicht damit zufrieden geben, ja, passt schon alles, sondern immer ein bisschen noch besser werden wollen, ein bisschen ja, weiter aktiv die Zukunft gestalten wollen und diesen Platz 1, den wir jetzt erreicht haben, nicht als ja, was Tolles ansehen und sagen, ja, den wollen wir auch verteidigen, da wollen wir auch weiterhin den Anspruch haben, dass wir Spitze bleiben. Da fragen Sie was, keine Ahnung. Also ich glaube, Sie sind mit dem, dass ich am Schluss Jura studiert habe, sehr, sehr zufrieden und das passt, glaube ich, auch. Ja, Heimat bedeutet für mich einfach daheim sein, wohlfühlen, bei der Familie sein, zusammen mit der Familie einfach was unternehmen können und dort in einem Umfeld zu sein, wo man einfach sagen kann, ja, da kann ich mich zurücklehnen und weiß, es ist alles gut. Puh, eine Lieblingsserie habe ich so nicht wirklich, aber Lieblingsfilm sind die Karl-May-Reihen, also primär dort nicht die Winnetou-Reihen, sondern eher die im nahen Mittleren Osten spielen, der Shoot und dergleichen. Das ist so das, was, mit dem ich auch aufgewachsen bin, so ein bisschen, und das liebe ich einfach. Ja, mal wieder nach Afrika, denn ich habe meinem kleinen Sohn versprochen, dass er Elefanten sehen darf. Wir haben uns auf Elefanten mit großen Ohren geeinigt, deswegen muss es Afrika sein und ich habe dort sehr, sehr gute Freunde unten auch. Und dort würde ich einfach gerne in nächster Zeit mal wieder hinreisen, um die zu besuchen, aber auch den Kindern einfach diesen wunderbaren Kontinent zu zeigen. Auch meine Kinder, die Familie, die Frau ist eigentlich das, was, ja, was auch so diese Freude am Leben gibt. Das ist eine gute Frage, aber es sind primär eigentlich die persönlichen Kontakte, weil das ist, was mir enorm Freude macht, dass man einfach diesen Austausch miteinander hat. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den ganzen Tag nur irgendwie am Schreibtisch sitzt und sagt, oh Gott, ich lege eine Akte weg und mache die andere, das gehört auch dazu, aber einfach das Miteinander, das menschliche Miteinander ist was mir so wichtig ist. Beides, im Frühling, im Sommer begeisterter Fußballspieler und im Winter mindestens noch ein begeisterter Skifahrer, denn beides gehört irgendwie zusammen und bringt Riesenfreude. Den Joko war mein Kuscheltier, ist jetzt das Kuscheltier meiner kleinen Tochter mit knapp eineinhalb. Und das Schöne ist, er hat mich überall hin begleitet, auf allen Reisen, auf allen Wegen. Und jetzt bei meiner Tochter dasselbe, ist immer wieder was da, wo einem ein bisschen das Lächeln ins Gesicht zaubert. Und deswegen der Joko.